Hallo zusammen. Bei der Vektormultiplikation gibt es ja zwei Arten. Das Kreuzprodukt, dazu gab es gerade zwei Videos. Hier geht es um die andere Form, das Skalarprodukt. Das ist eigentlich die einfachere Form. Das heißt Skalarprodukt, weil das Ergebnis ein Skalar ist, also eine einfache Zahl. Das heißt, ich multipliziere einen Vektor mit einem anderen Vektor und hier habe ich einfach das ganz normale Malzeichen. Auch wenn das jetzt eine andere Rechenvorschrift ist, so ist sie doch in den wesentlichen Eigenschaften der normalen Multiplikation absolut gleich. Deshalb nimmt man da einfach dasselbe Rechenzeichen her. Und das ist definiert als der Betrag von a mal der Betrag des Vektors b mal der Kosinus des Zwischenwinkels. Kosinus des Zwischenwinkels zwischen diesen beiden Vektoren. Und das Ganze ist eine Zahl, wie gesagt, ein Skalar, eine normale Zahl. Anschaulicher wird es, wenn wir uns das mal aufmalen. Also hier hätten wir den Vektor a, dann den Vektor b und den Winkel zwischen den beiden Vektoren. Das war der hier, das ist dieser Winkel. Wenn wir uns das veranschaulichen wollen, dann hilft uns vielleicht dieser Cosinus Theta dabei. Also da brauche ich erstmal ein rechtwinkliges Dreieck. Ich mache mal hier einfach eine Gerade runter und habe dann hier diesen rechten Winkel. Und dann schaue ich mir mal an, dieser Cosinus von dem Theta. Der Cosinus von dem Theta, das ist dann gleich die Ankathete, also diese Seite hier, geteilt durch die Hypotenuse. Das wäre der Betrag von a. Und das nenne ich mal, ja, das ist ja eigentlich die Projektion des Vektors a auf den Vektor b. Also wenn ich jetzt von hier von oben schauen würde, wenn ich von hier runter schauen würde, dann wäre das Stück gerade der Teil des Vektors b, der von a überdeckt wird. Also das ist eben die Projektion. Und man schreibt das als die Projektion des Vektors a auf b. Und der Betrag davon, das ist jetzt hier die Strecke. Also der Kosinus von dem Theta ist ja gerade genau diese Strecke, diese Projektion hier, geteilt durch ja, den Betrag des Vektors a. Und wenn ich das ein bisschen umstelle, dann erhalte ich daraus, dass diese Projektion a, b, das ist nun gerade a mal Cosinus Theta. Also das ist a mal Cosinus Theta. Und das a mal Cosinus Theta, wo finde ich das? Das finde ich hier oben. Das ist ein Teil des Skalarprodukts. A mal Cosinus Theta, da steht es drin. Das heißt, das Skalarprodukt kann ich auch schreiben als A mal B, das ist gleich diese Projektion hier, dieser Teil, A mal Cosinus Theta, also das ist gerade diese Projektion, mal der Betrag von B. Das heißt, das ist Skalarprodukt ist genau das Stück hier, mal das ganze Stück b. Also der Teil des Vektors a, der mit b die gleiche Richtung hat, nur diese Komponente trägt zum Skalarprodukt bei. Diese Komponente des Vektors a hier, die senkrecht auf b steht, die ist völlig egal. Das kann 10 Kilometer sein. Das Skalarprodukt würde sich deshalb nicht ändern. Also auf die gemeinsame Richtung kommt es an. Je mehr gemeinsame Richtung die haben, desto größer ist das Skalarprodukt und das Maximum wäre dann erreicht, wenn die beiden Vektoren tatsächlich aufeinander liegen, wenn sie dieselbe Richtung haben. Das Minimum, ja da, wenn ich jetzt dieses a so allmählich hier aufklappe in Richtung 90 Grad, da seht ihr schon, diese überlappende Strecke wird immer kleiner und bei 90 Grad wird es tatsächlich 0, da gibt es keine Projektion mehr. Ja. Da ist die gemeinsame Richtung 0. Das heißt, wenn a und b senkrecht aufeinander stehen, dann ist das Ergebnis des Skalarprodukts 0. Und deshalb wird das Skalarprodukt auch oft hergenommen, um zu testen, ob zwei Vektoren tatsächlich senkrecht aufeinander stehen. Zur Anwendung des Skalarprodukts machen wir vielleicht mal ein einfaches Beispiel aus der Mechanik. Das heißt, wir haben hier einfach so eine glatte Fläche und da liegt irgendein Klotz mit einer Schnur, so, und da zieht einer dran mit einer gewissen Kraft, hier ist die Kraft, und
Der Weg, der geht ja hier in diese Richtung, das wäre der Weg S. Wir haben noch den Winkel, was nehmen wir da für einen Winkel? Dann nehmen wir den Winkel, ja, sagen wir mal 30 Grad. Typische Frage ist jetzt, wie groß ist die Arbeit, die der leistet, der hier zieht? Nun, die Arbeit B, ja, nehmen wir mal an, die Kraft hier wäre 100 Newton vom Betrag her, der Weg hier, der soll 10 Meter sein, dann wäre die Arbeit, ja, die wäre nicht 100 Newton mal 10 Meter, sondern natürlich nur der Teil der Arbeit, der hier parallel zum Weg geht. Das heißt, auch hier müssten wir wieder diese Projektion bilden. Das heißt, hier würden wir, also nur dieser Teil der Kraft hier, nur dieser Teil der Kraft würde zur Arbeit beitragen, die wir leisten. Und das heißt, das ist gerade diese Kraft mal der Kosinus dieses Winkels. Also W ist F, der Betrag von F mal der Kosinus von 30 Grad und mal dem Weg, mal der Betrag des Weges. So kann man sich das ausrechnen. Und mit 100 Newton, was hätten wir da? Da hätten wir jetzt hier also 100 mal Kosinus von 30 Grad, das sind Wurzel 3 halbe. Wurzel 3 halbe. Könnt ihr aber nachschlagen. Wurzel 3 halbe mal 10 Meter. Also 100 mal 10 sind 1000 durch 2, 500. 500 mal Wurzel 3. 500 mal Wurzel 3. Und was sind das? Newtonmeter. Das wäre die Arbeit, die der hier leistet, der diesen Holzklotz über 10 Meter zieht. Und das kann ich eben hier wesentlich eleganter formulieren, wenn ich das Skalarprodukt benutze. Da brauche ich nämlich nur zu schreiben, dass die Arbeit gerade ist gleich der Vektor der Kraft mal der Vektor des Weges und fertig, weil dieses F mal Cosinus mal S, das ist ja gerade hier die Definition des Skalarprodukts. Der erste Vektor, der zweite Vektor mal der Cosinus des Zwischenwinkels, das ist auch das, was hier auftaucht. Ja? Der erste Vektor, der zweite Vektor mal der Cosinus des Zwischenwinkels. Also das hier passt das Skalarprodukt wunderbar, und dass es ein Vorteil ist, das so zu rechnen, das seht ihr vor allem dann, wenn diese Vektoren als Komponenten gegeben ist. Denn die Berechnung des Skalarprodukts mit den Komponenten ist besonders einfach. Aber dazu kommen wir noch in einem der nächsten Videos.